Hi zusammen, willkommen zurück zu Horsehaven World Adventures. Ich habe hier noch gar nichts gemacht, wie ihr seht. Ich weiß noch nicht, wie ich das handhaben werde. Eventuell werde ich auch zwischendrin ein wenig weiterspielen. Ich denke, die meisten werden hier das Spiel schon länger kennen. Das ist ja jetzt kein neues Spiel. Wollt ihr denn, dass ich zwischendrin weitermache, damit ich in Anführungsstrich schneller levele und sowas und mehr Pferde bekomme? Oder wollt ihr alles haargenau sehen? Ich würde euch eine Umfrage verlinken auf dem i. Ich würde euch bitten, das auszufüllen. Es würde mich interessieren, ob ihr einfach alles sehen wollt, was ich mache, also ohne, dass ich zwischendrin was spiele, oder ob ich zwischendrin weiterspielen soll, damit es in Anführungsstrich schneller geht. Das überlasse ich euch, die Entscheidung. Hier bekomme ich noch 10 Diamanten. Das habe ich noch nicht abgeholt, weil ich es mit Facebook verknüpft habe. Ihr dürft mir gerne auf Facebook eine Freundesanfrage schicken. Ich verlinke den Link nochmal. Ich packe den Link nochmal in die Videobeschreibung von Facebook. Und ich weiß nicht, was habe ich hier denn noch bekommen? Ach, ich könnte mir jetzt ein Video angucken und würde dann auch eine Belohnung bekommen. Das mache ich vielleicht später noch nach dem Video oder so, wenn es denn noch geht. Und ansonsten mache ich das vielleicht beim nächsten Mal. Gut, hier, das weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Das drücke ich jetzt einfach mal drauf. Das ist, weil ich... okay, da bekomme ich auch im Moment Diamanten, weil ich irgendwelche Sachen abgeschlossen habe. Das ist dann immer, wenn dann steht Erfolg abgeschlossen oder so. Okay. Nicht schlecht. Dann haben wir jetzt ja zumindest mal, auch wenn es noch relativ wenige sind, Diamanten. Aber ich will mal schauen, wie weit wir da kommen, ohne dass wir welche kaufen müssen. Sowas interessiert mich halt auch immer. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit den Aufgaben mal weiter. Was möchte die Dame denn von uns? Ich soll ein American Indian Pferd züchten. Okay, kann ich das denn? Oh, das sieht aber schick aus. Ruby und Angel. Ja, wenn die zwei dafür geeignet sind... 34%. Ach, hier kann ich auch noch auf Info drücken. Aha, okay. Romeo. Aha. Also das hieße, es wird ein Hengst, oder wie? Steht das denn schon vorher fest? Okay, das weiß ich gar nicht. Wir werden es herausfinden. 34%. Das ist im Moment ja noch relativ viel, aber ich denke, das wird dann immer weniger werden. Nein, ich werde jetzt keine Diamanten dafür ausgeben. Wir hoffen einfach, dass wir Glück haben. Oder vielleicht bekommt man das auch automatisch, weil es die Quest verlangt. Weiß ich gar nicht. Naja, wir haben es auf jeden Fall bekommen. Sehr gut. Okay, das dauert auch wieder nur ein paar Sekunden. Ich schneide euch das einfach raus. Oh Mann, Leute, mir ist gerade was Dummes passiert. Und zwar... habe ich ja das Fohlen, also ich habe ja das gepaart, damit das American Indian verpaaren, und da kam ja das Fohlen raus, und ich wollte euch das, die Wartezeit im Prinzip rausschneiden, und ich weiß nicht wieso, ich muss dann auf den Aufnahmeknopf gekommen sein. Und dann habe ich gemerkt, also erst nach... dem ich jetzt eine ganze Weile weiter aufgenommen habe, dass ich nicht mehr aufnehme. Und das heißt, ich habe jetzt natürlich weitergemacht. Ich habe die ganze Zeit gequatscht und gelabert und habe jetzt erst gemerkt, dass die Aufnahme unterbrochen wurde. Und das ärgert mich so ein bisschen. Also, wir haben das Fohlen bekommen. Es ist eine Stute geworden. Sie heißt Karin mit E. Also Karine. Und ich habe jetzt natürlich noch Aufgaben gemacht. Ich habe die Futtermühle gebaut. Ich habe das blaue Futter hergestellt. Ich habe Karin zum Erwachsenenlevel gelevelt.
Und ich sollte jetzt ein Jagdrennen machen und deswegen sind wir gerade in diesem Bildschirm. Und es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass mir die Aufnahme unterbrochen ist. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht so schlimm. Ich denke, ihr wisst alle, wie das Spiel im Endeffekt funktioniert. Deswegen, ja, es ärgert mich ein bisschen, aber ich habe jetzt gedacht, ich nehme jetzt direkt hier weiter auf, damit ich euch wenigstens das noch zeige. Wie gesagt, das hier ist Karin. Sie ist ausgewachsen. Ich finde sie wunderhübsch. Sie sieht sehr cool aus, so gecheckt. Und ja, ich nehme an, ich soll jetzt hier das kaufen, weil das umsonst ist. Also das ist jetzt wahrscheinlich zum Zeigen, dass man das kaufen kann, weil der das ja gerade auch erzählt hat. Ach, ärgert mich ein bisschen, aber gut. Wir starten das Rennen. Bin ich mal gespannt. Ich soll 500 Münzen sammeln, aber irgendwie sammelt sie gar nichts. Wieso sammelt sie denn nichts? Dauert das am Anfang immer so lange, bis die Münzen einsammeln? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder ist das ein Fehler? Mache ich irgendwas falsch? Ich weiß es nicht. Also sie hat eine... jetzt wäre ich beinahe drüber gesprungen. Sie hat ja ein silbernes Herz bei der Ausdauer, beziehungsweise ich nehme an, dass das Herz die Ausdauer bedeutet. Und deswegen habe ich mich für sie entschieden. Alle anderen hatten nur so bronzefarbene Symbole, wo ich gar nicht bei allen weiß, was es bedeutet. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal sie. Und ich finde sie echt schön. Also mir gefällt sie echt gut. Gleich haben wir das auch geschafft. Oder wir haben es jetzt geschafft mit den 500 Münzen. Das war, soweit ich weiß, unser Ziel. Oh! Da ist sie. Gegen das Hindernis ein bisschen gestoßen. Scheint aber jetzt nicht so schlimm gewesen zu sein. Oh, was war das denn? Okay, da hat sie irgendwas eingesammelt, was mir jetzt aber nichts mehr gebracht hat. Okay, 796 Münzen haben wir verdient. Sehr gut. Ah, da sieht man jetzt auch mal meine Freunde. Ich habe eine Facebook-Gruppe, also ich bin einer sehr netten Facebook-Gruppe beigetreten, einer deutschen Horsehaven World Adventures Facebook-Gruppe. Ich kann die euch auch gerne verlinken. Und da haben sich mir einige Leute schon, also haben mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das fand ich sehr nett, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und die helfen sich auch alle sehr gegenseitig, also das finde ich eigentlich ganz cool. So, jetzt haben wir das abgeschlossen, genau, 500 Münzen, das haben wir geschafft. Jetzt kann ich euch meine Karin noch mal kurz zeigen. Das ist sie. Hier ist der Name, Karin. Und die haben wir gerade eben gezüchtet. Das war das Fohlen. Und sie hatte auch so ein blaues Futter verlangt. Ich nehme an, das war halt auch wegen der Quest. Da werde ich jetzt auch noch eins herstellen. Hier werde ich auch noch ein bisschen Heu oder Gras reinmachen. Genau, die Scheune habe ich noch auf eine Stufe hochgewertet, also auf Stufe 2. Das war auch eine Aufgabe. Hier. Und ja, dann sind wir schon Stufe 7 und wir bekommen wieder Diamanten. Das finde ich echt gut. So, hallo, hier ist Conny. Amy sagte, ach, Amy heißt das Mädel. Du könntest Hilfe gebrauchen, also bin ich schnell hergekommen, mal sehen, was ich tun kann. Also das ist Conny und das hier ist dann Amy. Okay, weil das hier ist ja Jack und das ist Nanny. Die Ranch entwickelt sich prächtig. Vielleicht brauchst du mehr Platz. Siehst du die Büsche in der Umgebung? Die können wir roden. Okay. Jetzt muss ich einen Busch entfernen, aber das ist ein Baum.
oder... okay, das ist aber sehr teuer. Also gut. Es ist lange her, dass ich einen anderen Pferdemeister mit echtem Talent sehe. Deshalb gebe ich dir dieses Geschenk. Okay. Geschenke sind immer gut. Oh, oh, das war eine Menge Geld. Ja, nicht schlecht. Okay, was? Pferdeohrhasse? Was ist das denn? Huch, das ist ja riesig. Ich glaube, die kann ich noch nicht bauen. Oder doch? Passt das dahin? Ich kann es nicht mehr verschieben. Okay, scheinbar hat es dahin gepasst. Wow. Was? Waha! Ein prächtiger Prachtstall. Gefällt es dir? Okay. Ein prächtiger Prachtstall. Ja, dann. Ja, ist ein hübscher Stall, ne? Da kann man sich's gut gehen lassen. Hier können Sie Ihre erwachsenen Pferde... Ich finde das seltsam, dass hier ein Mizi anspricht. Erwachsenen Pferde unterbringen, damit sie mehr Platz für die weitere Zucht bekommen. Ich glaube, anfangs hat sie uns geduzt und jetzt sieht sie uns, ne? Aha, ach, weil ich jetzt hier keinen Platz mehr habe. Verstehe. Das ist meine Karin, die finde ich irgendwie total knuffig. Hier ist mein Shadow. Ja, was, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt reinmachen soll. Wir packen mal Shadow und Angel da rein und... Und kann man die hier hochpacken? Ja, das kann man. Ja, ich mache das mal so. Ich weiß noch nicht so richtig, außer für, dass man dadurch mehr Platz bekommt, für was das gut ist. Wir werden sehen. So, dann... Ach, man kann auch Pferde mieten. Okay. Gut, ist das... Das Pferd. Habe ich das jetzt gemietet? Ich bin verwirrt. Okay, wie gesagt, ich werde euch mal eine Umfrage da oben rein verlinken. Gebt mir doch bitte Bescheid, ob ihr wollt, dass ich weiterspiele zwischendrin, damit es schneller geht vom Leveln, oder ob ihr einfach alles sehen wollt. Wie gesagt, ich verlinke euch das und dann bin ich mal gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Folgen dann täglich bringen werde oder ob ich es auch alle 2 Tage mache, wie mit meinen anderen Projekten. Das werde ich dann sehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye.